So. Ja, jetzt lädt es gleich neu. Also übrigens diese komischen Grünen hier sind Platzhalter. Bei denen hat das Kinder dann nicht geladen. Da ist er jetzt geladen. So, jetzt kann ich mal noch was zeigen. Nämlich den sozusagen Team Deathmatch Variante hier. Balan Shipping zum Beispiel. Joint District. Das sind sozusagen einfach die Action Districte. Da geht's richtig rund. Also da geht's richtig auf den. Auf Mütz! Auf Mütz gibt's da. Das ist halt dann in einem extrem kleinen Bereich. Von normalen Karten ein kleiner Bereich. Und da bin ich wieder in einem District gelandet, der leer ist. Mit Sicherheit. EN1. Guck mal doch mal. Fight Club EN1. Okay, nein, jetzt sind eigentlich jede Menge drin. Dann sind wir gerade in der Zwischenrunde. 12 zu 11. Und links oben seht ihr gerade Waiting for Activities. Ich muss nämlich eine bestimmte Anzahl von Activities, die 15 erreichen, um Joker-Tickets zu bekommen, die wir vorhin gesehen haben, um Autos und so Spezialautos zu kaufen. Aber hier ist gar keine Sau. Angeblich bin ich doch in EN1. Fight Club, Balan Shipping. Fight Club, Balan Shipping, EN1. Nein, genau, bin ich nicht alleine. Ich bin in den da, da darf ich nicht rein. Dann nehmen wir halt The Beacon, hier den. Das Problem ist, dass die, glaube ich, bei 24 Spielen einfach zumachen, die Dinger. Egal, ob sie ausgeglichen sind oder nicht. Ich hatte, glaube ich, gestern auch mal, also wenn ich 16 gegen 8 war. Und da war es halt trotzdem zu Ende. Da konnte man trotzdem nicht mehr reinjoinen. Oh, das ist ja Level 5 geworden. Level 5 Prestige wird immer auf der Karte angezeigt und davon immer von allen Leuten erschossen werden. Eins kriegt man als Anführer Abzug, wenn man die eigenen Leute erschießt, als Crime nicht. So habe ich mich gestern hochgefarmt, habe die ganze Zeit meine eigenen Leute, die Level 5 geworden sind, umgeholzt. Achso, und hier haben wir jetzt jede Menge mit Schrotflinten zu tun haben. Schotties. Und mit SMGs. Das war eine SMG. Killed by X-Madish. Ja, also, seht, hier geht's dann. Wir haben zwar ein Objective, wir wollen hier das halten. What the fuck? Wo kommt der denn her? Meine Güte. Mistvieh. Ja, meiner. Perfekt. Also man kann noch mit der Waffe schon ein bisschen was reißen, wie ihr seht. Man muss aber halt wirklich hinhocken und dann zielen und treffen. Also, und dann auf dem Gegner sein. What the fuck? Weg. APB reloaded. Nur gegen eine Schrotflinte kommt man an, wenn man ein bisschen Abstand hat. Ich gehe einfach hier auf der Seite hoch. Vielleicht schauen sie hier nicht. Also müsst ihr mal um die Ecken mitgucken, so mit der Third-Person-Ansicht, damit ihr schon vorher seht, wo die Gegner sind. Schock. Sprint, Motherfucker! Sprintet, Baby!
So, und da ich ja hier ein bisschen Abstand habe, müsste hier eigentlich eine gute Position für mich sein, um mich mit denen anzulegen. Beziehungsweise haben wir das jetzt gerade gecaptured. Das seht ihr daran, dass jetzt Hold steht. Jetzt sollen die Punkte für uns ticken, aber ob wir das noch drehen, das frage ich fast zu bezweifeln. Man muss es nicht aufnehmen, man muss es bloß einmal anbatschen und kann es wieder abwerfen. Dann tickt das trotzdem noch ein für uns. Der hat schon. Hey. Ach, der hat die Waffe. Na, die hatte ich auch schon. Das ist eine semi-automatische Waffe. Die tut ordentlich weh. Auch auf ein bisschen größere Entfernung. Macht die richtig Aua. Ja, kriegt man ganz gut Kohle. Warum der Typ hinter ihr steht, nicht... Ach, Mann. Meine Güte. One man remaining, aber das ist eh verloren. Die haben das gleich genommen. Ja. Und wie halt keiner mitmacht. Wie der Typ einfach mal stehen bleibt 5 Minuten und dann halt nichts macht. Ah ja, da könnte ich mich wieder aufregen. Also es gibt nämlich auch wohl ziemlich viele, die AFK farmen. Wo bin ich denn da hingeblieben? Ja, verloren. Aber immer noch 500 bekommen. Naja. Achso, und genau, was ihr gerade gesehen habt, F6. Immer am Montag irgendwie, keine Ahnung, um 9 oder so oder um 10 wird das zurückgesetzt, und wenn man hier aber 12.500 kriegt, bekommt man zu einem 250 Joker Tickets. Und es gibt zwei von diesen Fight Club Maps, das die andere habt ihr gerade gesehen, das war Balen Shipping, die ist ein bisschen offener. Lass mich wieder crime. Heikling! Springt sie halt weg? Komplett. Ja, also ich denke, ich habe euch das Spiel ganz gut nachgebracht. Ich werde mich jetzt vielleicht noch... Nee, ich will mich nicht mehr weiter damit rumbalgen. Vielleicht mache ich die Runde noch zu Ende. Aber ich hoffe, es ist jetzt ganz alles erstmal alle Unklarheiten beseitigt. Und ja, wer will, kann da gerne mal eine Runde spielen. Das macht schon ganz gut Spaß. Vor allem, wenn ihr euch irgendwie ein, zwei Kumpels noch dazu krallt. Dann könnt ihr auch hier Spaß haben. Und wieder wissen die schon, dass ich hier bin. Das nervt. Naja, also ihr seht, ich versag gerade hart, weil ich die Waffen nicht mehr gewöhnt bin. Aber naja, bis bald.